She keeps running around. Zürich in den Trikots der Raiffeisenbank oder keine Ahnung. Die Runde der letzten 32 ist angesagt. Und ja, Northampton hat ja eine, im Gegensatz zum letzten Jahr, eine doch relativ souveräne, soweit ich mich erinnern kann, Europasaison gespielt. Haben sich gut präsentiert. Was ist denn jetzt los? Schönes Tor. Das muss reichen. Haben sich in der Gruppenphase wirklich exzellent präsentiert. Souverän als Gruppenerster, soweit ich weiß, auch weitergekommen. Und nachdem es das letzte Mal gegen Atletico Madrid im 16. Finale nicht gereicht hat, soll heute gegen Zürich mehr her. Mit einer Aufstellung, die mich auch nur herzlich wenig interessiert. Weil gewinnen muss ich ja so oder so. Also ändern kann ich ja so oder so nichts an der Aufstellung. Snedkas im Tor, alles andere ergibt sich. Snickels, super Pass, super Pass. Zum Einwurf. Wer ist da? Loni ist da. Wird erstmal abgedrängt, kein Problem. Und nach vorne. Also dieses Spiel ist nur bedingt ein Todesspiel, weil es gäbe auch noch eine Rückrunde. Aber wenn man heute natürlich aufs Maul bekommt, dann ist die Rückrunde, ist in der Rückrunde sehr schwer auszubügeln. Nicht unmöglich, aber naja, man muss es, glaube ich, nicht überstrapazieren. Diegen. Diegen, gut. Ja, auch ein bisschen Glück dabei, aber muss es geben. Die Grätsche war genauso getimt, wie ich sie wollte. Und jetzt aufpassen. Der ist gut. Wäre daneben gegangen, aber abseits. Ja, ob Widowson das wirklich so geplant hat, ist die andere Frage. Glück. Abseitsglück für Widowson, würde ich sagen. Und da ist er gleich wieder. Nichols. Man merkt deutlich einen Klassenunterschied zwischen Arsenal London und dem FC Zürich. Also no hate FC Zürich, aber es ist ja so. Rein objektiv betrachtet auch. Loni. Okay. Da Costa bedankt sich einmal mit Pralinen und Blumen und ja, weiter geht das Spiel, würde ich sagen. Kein Abseits, doch Abseits. War auf der Kippe. Also in meinen Augen zumindest, Tosa. So, Gary Deegan. Wer war Abseits? War Hooper Abseits wirklich? Dann ist okay. Hooper war Abseits. Ja, dann wäre Loni besser reingegangen. Scheiße. Passiert. Benito. Loni Grätsche sitzt nicht. Ungewohnt. Also seine Grätschen, ja, sie sind auch nicht immer der Burner. Aber Lonis Grätschen sind meistens ganz passabel. Von dem, was mein Hirn mir gerade so an Erinnerung vorgaukelt. Nö, Loni muss da nicht rangehen. Hooper ist da viel besser positioniert. Kriegt den Ball sogar. Unglaublich. Ich nehme alles zurück, was ich hier gesagt habe. Loni. Aber die Abwehr ist da. Und dieser Ball landet erstmal bei Northampton. Wenn auch nur kurz. Aufbauspiel Zürich, ja, nur mit bedingt Spielanteilen. Und wenn sie mal was haben, dann machen sie auch nicht wirklich was draus irgendwie. Habe ich so das Gefühl gerade. Gut, sie waren einmal gefährlich vom Tor, das stimmt. Und das war es aber auch irgendwie schon. Den Pass hätte man auch besser spielen können. Mir fällt gerade ein, Northampton ist so ein Beispiel für eine Mannschaft nach dem Motto, man wächst an seinen Herausforderungen. Von wegen, also von Liga 4 ins 16. Finale der Euroleague mit einer souveränen Gruppenphase. Ich glaube, die Mannschaft von damals, wenn wir die Mannschaft von damals ohne diesen Entwicklungsprozess genommen und in dieses Spiel gesteckt hätte, wow, 1-0, Hooper! In dieses Spiel gesteckt hätte, würde nicht viel gehen. Man wächst an den Herausforderungen, an seinen Aufgaben. Es ist ein stetiger Prozess über die Zeit hinweg und das hat sich hier bewahrheitet und belohnt mit dem 1-0. Aber knappe Kiste da, über den Keeper zu schießen mit Wucht. Mit Bombs. Hooper lässt keine Fragen und Zweifel offen und macht das 1-0. Diegen. Zweikampf nicht gewonnen. Jetzt ist Zürich natürlich hier so ein, ja, in Zugzwang, unter Zugzwang könnte man sagen. Hooper, Loni, gut gesehen. Kommt nicht an den Ball, schade. Bisschen Pech dabei auch. Gab auch ordentlich jetzt einen Ball in die Magengrube. Ja, da
mit einmal der Schmerz runtergeschluckt. Ja, paradox, wenn es in der Magengrube. Und naja, ja. Und ja, ist es halt. Davon ist noch kein Spiel abgebrochen worden oder kein Spieler abgebrochen worden. Wie auch immer das funktionieren soll. Diegen. Ja, also nee. Okay, vielleicht. Vielleicht, aber. Buff. Und Collins hat das Ding. Weg damit. Raus, Nichols. Und Lohn, ja, ein bisschen wenig. Wenn man ein bisschen mehr Power in den Ball gesteckt hätte, hätte Lohn den erlaufen können. So war es ein, ja, Duell, was er nicht, quasi nicht gewinnen konnte. Aber ich meine, er hat es gewonnen und trotzdem nicht gewonnen. Oh, gefährlich. Aber ein Quäntchen Glück. Ein Quantum Glück, James Bond. Vielleicht auch ein Quantum Trost, ich weiß es nicht. Und die Bälle, ne, wirklich. Leute, muss nicht sein. Diegen. Er läuft sich den Ball. Super. Keeper. Johannes, es ist ein One-Way-Spiel bisher, muss man sagen. Also viel Abwechslung bei der Frage, auf welches Tor es geht, gibt es heute wirklich nicht. Tosa. Wieder aus Sen, ja. Komm Leute, da geht doch was. Schönbächler. Auch nicht. Koch. Oh, jetzt Loni, da könnte was gehen. Das ist 5 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Da ist das 2-0 drin. Nicht zwingend, aber es ist möglich. Loni, Bombs, zu viel. Der wäre reingegangen, wenn ein bisschen schwächer geschossen wäre. Ja, da Costa schlägt weg, läutet damit die Halbzeit ein. Die erste von, ja, 4, wenn man das Rückspiel gleich mitzählt. Weil zwischen Hin- und Rückspiel ist ja kein Premier League-Spiel, ungewohnterweise, muss man sagen. Selten sowas. Aber gut, Diegen. Ball leider verloren. Gut, er spielt. Nichts draus gemacht. Diegen, einer geht noch, komm. Emerton! Emerton! Na ja! War in Ordnung, war in Ordnung. Sah jetzt schlechter aus, als er in Wirklichkeit war. Also der Schuss, nicht Emerton. Teil der Einnahmen aus dem heutigen Kartenverkauf irgendwas. Stimmt, wir sind ja in Zürich. Hier wird ja Deutsch gesprochen. Zumindest sowas ähnliches wie Deutsch. Schweizerdeutsch. Und Donovan Fupa. Und weiter. Ja. Gern. Zu früh am Morgen, aber ich habe es ja letzte Folge schon gesagt. So früh muss ich nicht aufnehmen. Also muss ich schon. Oh, wow, wow. Reaktionszeit 1A. Oder 1B, aber 1 auf jeden Fall. Loni, komm. Tempo, kann man machen. Kann man gut machen. Loni alleine vom Keeper. Ja, oder so. Ja, frech. Ich glaube, der Keeper hat damit einfach nicht gerechnet, dass so ein Ball rauskommt. Weil entweder du lupfst ganz drüber oder du schiebst. Aber das war ja so ein Halb-Halb-Ding. Okay, ja, Northampton wird nicht Nein sagen, nimmt das Ding mit, 2-0. Und Zürich wird es sehr, sehr schwer im Rückspiel haben, weil es stehen 2 Auswärtstore zu Buche für Northampton. Wobei, nee, das macht er. Also angenommen, im Rückspiel wird Zürich jetzt 3-1 spielen. 3-1 gewinnen. Dann wären sie weiter, weil sie ein Auswärtstor mehr haben. Deswegen sind eigentlich Heimtore, wären jetzt, ja, wäre es besser, wenn es das erste Spiel daheim wäre. Ja, so ist es halt. Also wird, zur Erklärung wird Northampton hier 2-0 daheim gewinnen und auswärts 3-1 verlieren, haben aber einen Auswärtstor und sind somit weiter. Also wenn man das erste Spiel gewinnen will, wäre es, zu 0 gewinnen will, wäre es von Vorteil daheim zu gewinnen. Aber, naja, gewinnen ist so oder so cool, also ob jetzt daheim oder auswärts, gewinnen sollte schon drin sein. Vor allem wenn man wow! Fast ein Eigentor. Vor allem, wenn man die Euroleague gewinnen will, sollte man hier nicht schon mit solchen Rechnereien beginnen im 16-Finale. Und das Gefährliche war ja nicht der Schuss, sondern dieses Nachding von Carmona? Ich weiß es nicht. Ne, Gavin war die 4.
Harriet kommt für Deegan. Die Ecke rein, halbe Stunde noch. Was kann Zürich hier noch ist ein 2-0 machen? Können sie wirklich ausgleichen? Können sie einen Anschluss machen? Ein Anschluss wäre wichtig. Ausgleich wäre ja eigentlich das Optimum. Widdowson sieht Emerton gut. Tempo, los Junge. War zu viel, schade. Also die Northamptoner sind manchmal mit sehr viel Impuls nach vorne am Stürmen. Aber manchmal ist es auch einfach zu viel, wie in dieser Situation. Snedka hat den Ball. Und Donovan, guter Kopfball. Noni nicht gut im Zweikampf gewesen. Und Harriet. Und Donovan, hätte man besser machen können. Müssen. Ja, eigentlich müssen, ehrlich gesagt. Das war ja voll in den Gegenspieler reingelaufen. Snedka. Lässt er hinten in den letzten Spielen wenig anbrennen. Ja, bis auf seine kleinen Patzer, die er sonst immer hat, beweist er eigentlich, dass er auf diesem Niveau gut spielen kann. Hallo, hallo, also eindeutiges Foulspiel. Wie viel wollt ihr noch haben? Beschiss. Schiebung. Nein, wirklich. Er wurde von den beiden geholt, ohne auch den Ball in der Nähe gehabt zu haben. Mojo Confoloni. Jawohl. Hallo, Herr Mojo. Mega ungewohnt, aber ich gewöhne mich dran. Was auf jeden Fall schon war von diesem Projekt, das ist wirklich, also 100% bergfest. Wir sind sicher schon über die Hälfte aller Folgen, die es zu FIFA 14 geben wird. Da lehne ich mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster. Ach, schade, Pech. In die Hacken gespielt, Drimmitsch. Glaube ich, war da gestanden, weiß ich nicht. Nicht genau gesehen. Nichols gegen Chiomento, der Zürcher. Schlägt die Finte, die ihm aber gar nichts bringt. Nächster Wechsel bei den Gastgebern. Und Gavin. Gavin, komm, Jovanovic. Leute, das kann man jetzt echt mal machen. Und Donovan, ab nach vorne, Mojo. Wenn hier das 3-0 fällt, ist natürlich Schicht im Schacht. Dann ist auch für das Rückspiel, dann sehe ich wirklich schwarz. Wie Mojo, weil er ist schwarz. Egal. Nichols. Zieh an. Rennt sein Gegenspieler davon. Wie lange kann er das Tempo durchhalten? Viel zu weit rein. Viel zu weit. Schwach die Flanken. Im vollen Lauf müssen besser kommen. Widdowson. Ja, eventuell. Würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen für, dass das faul war. Und ab. Und Donovan. Komm schon. Kann er Anspielstation finden? Kann er. Harriet. Gut rein. Niemand da. Schade. Nichols vielleicht zum zweiten. Und Donovan. Nee. Die Gäste in Schwarz belohnen sich inzwischen nicht mit dem 0-3. Es würde sogar in Ordnung gehen, denn, ja, wenn man rein von den Angriffen und der Gefahr der Angriffe, wenn man damit argumentiert, das 3-0 wäre in Ordnung. Schade. Also gegen zwei so durchzulaufen war natürlich frech. War ein ganz, ganz frecher Versuch. Der dann eben auch scheitert, leider. Und Donovan. Ja. Tosa, komm. Okay, dann bleibt es eben beim 2-0, ist auch in Ordnung. Ich will mich nicht beschweren. Wenn man dann die Heimfans vor sich hat, mal schauen, wie es dann läuft für die Man in Black. Wie die Northamptoner inzwischen genannt werden, und zwar von mir, ab gerade eben. So, Leverkusen hat gewonnen. Was noch so ist, konnte ich nicht sehen, so schnell war es weg. Und Rückspiel. Man sieht nicht zufällig alle Begegnungen, oder? Nee, sieht man nicht, schade. Champions League. Größte Überraschung, naja, nicht wirklich. Moskau hat 2-1 gegen Arsenal London gewonnen. Muss auch geben. Und das nächste Mal
Zürich, der Gegner der Nordamtner. Mein Name ist Loni, wir sehen uns.